Hallo liebe Leute, heute ist es mal kein Let's Play, sondern eine Art Ankündigung oder auch Promote-Video zu einem gewissen Kanal. Und zwar nennt sich dieser Kanal Pureflow Game Studios. Ich zeige euch diesen Kanal, weil hier werden Spiele von diesem User erstellt und hier dann hochgeladen. Und diese Spiele sind richtig geil. Also hier das Mario Fan-RPG, das kennt ihr, wenn ihr mein Let's Play dazu gesehen habt. Und der Download-Link kommt demnächst, genauso wie für die anderen beiden Spiele. Also Looks Like Link the Game und Pureflow's Kingdom Hearts. Sind auch zwei richtig geile Spiele. Ich habe schon ein bisschen von ihnen zocken dürfen, so als Beta-Tester gemäßig gezwungen. Ja. Und ich zeige euch den Kanal, weil er halt noch nicht so bekannt ist. Man sieht ihn nirgends, der einzigste Abonnent bin ich und Partizan884, der ihn angeblich auf die Idee gebracht hat. Spam. Danke. So, falls ihr diesen Kanal suchen wollt, ja, gut. Das könnte man machen, indem man auf meinen Kanal geht. Ja, lade dich. Vielen Dank. So, ihr geht einfach hier unten in meine coole Let's Play und andere Liste. Und ganz hier unten ist da Pyroflug Game Studios. Videos 2, Kanalprofil bla, Abonnenten bla. Gut, ja, klickt den einfach an und siehe da, es ist, wie wir es alle nicht erwartet hätten, der Kanal. Ja, und die ersten zwei Videos zum. Hier werden auch. Ja, genau, ich wollte auch mal erwähnen, was hier hochgeladen wird. Natürlich die Download-Links zu den Games. Und natürlich, Trailer-Videos. Zum Beispiel hier sieht man jetzt, hat er hochgeladen den Boss 1, also der Goomba-König. Und den zweiten Boss des Mario Fan-RPGs. Es werden auch noch weitere, Videos zum Looks Like Link-Game und so eine Scheiße folgen. Jo, ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen promoten. Also, der macht echt geile Spiele, also könnt ihr, wenn ihr gute RPG Maker Spiele spielen wollt, könnt ihr ihn gerne abonnieren oder seine Games downloaden. Das war's von mir. Videos gibt's in den nächsten Tagen wieder. Und morgen ist Freitag, dann ist endlich Wochenende. Ciao, Leute.